Quraysh kehrte sodann nach Mekka zurück und vergaßen Chubayb und seinen Tod in der Menge der geernsten und vielen Ereignisse. Doch der junge heranwachsende Amir ibn Sa'id al-Jumahi konnte Chubayb nicht einen Moment vergessen. Er sah ihn im Traum, wenn er schlief, und am helllichten Tag, wie er die beiden Rak'a gebetet hat. Ebenso den Dua, den Chubayb gemacht hat, war wie ein Echo in seinen Ohren, dass er fürchtete, ein Blitz würde ihn in jedem Moment treffen oder ein Stein würde vom Himmel fallen. Vieles hat Chubayb dem jungen Sa'id gelehrt, was er früher nicht wusste, dass das wahre Leben Aqide ist, dass es Glaubensbekenntnis ist und man sich für sie opfern muss, dass der fest verankerte Glauben Unglaubliches bewirkt, Wunder vollbringt und das Allerwichtigste, dass der Mann, den alle seine Gefährten lieben, ein Prophet ist, der von Allah herabgesandt worden ist. Genau hier hat Allah ihm den Weg zum Islam geöffnet. So stand er vor einer Gruppe von Menschen, distanzierte sich von den Götzen, die sie anbeteten, von den vielen Sünden, die sie begangen haben, und verkündete, dass er den Islam angenommen hat.